Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Aileen und willkommen bei Raptastisch. Momentan geht es ja immer noch heiß her im Netz, denn das Thema Bushido und die Trennung bei EGJ hat immer noch kein Ende gefunden. Aktuell tauchen immer mal wieder Videos oder Bilder auf, die Bushido zeigen, wie er von Personenschützern umgeben ist, mit wem er unterwegs ist, von wem er rumgefahren wird, wo er hinfährt und ähnliches. Und natürlich stellt sich auch ganz oft die Frage, was ist an den Gerüchten von CCN4 dran, wie sieht's da aus, wie geht's weiter? Und ich glaube, so gut wie jeder Fan denkt sich gerade, dass bei Bushido momentan richtig Stress herrschen muss und er gar keine Zeit für sein Privatleben hat. Allerdings berichtet ein guter Rapper-Kollege von Bushido was anderes. Massiv, ein älterer Freund von Bushido, wurde unter seinem Beitrag gefragt, ob er denn noch Kontakt mit Bushido habe, und er antwortete einem Fan darauf und setzt auch ein direktes Statement an die Deutschrap-Szene. Kurz gefasst schreibt er, dass es ihm egal ist, was andere über andere denken, und er sich sein eigenes Bild macht. Leben und leben lassen. Seine Fans sehen das ähnlich und stehen auch hinter dem loyalen Verhalten von Massiv. Wie seht ihr das Ganze? Seht ihr das genauso wie Massiv oder habt ihr da irgendwie eine andere Meinung? Wenn ja, dann lasst es uns doch einfach mal in den Kommentaren wissen. Ich klatsche euch auch nochmal den Artikel in die Beschreibung, da könnt ihr auch nochmal genau nachlesen. Ja, Freunde der Sonne, ansonsten macht das Übliche, liked dieses Video, abonniert Raptastisch, macht die Glocke an und wir sehen uns.